Können Wandheizungen mit Lehm verputzt werden? Diese Frage habe ich jetzt schon öfters in Foren gelesen und warum sich Lehm sogar besonders eignet für Wandheizungen, darum soll es in diesem Video gehen. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lukas vom Naturbaustoffhaus. Hier im Hintergrund seht ihr einmal Klimaregister und einmal Trockenbauplatten. Das sind alles Systeme von WEM, weil wir eben WEM-Partner sind. Was ihr dabei beachten müsst und warum sich Lehmputz besonders für Wandheizungen eignet, darum soll es jetzt in diesem Video gehen. Also, hier, wenn ihr die Klimaregister an die Wand geschraubt habt, dann habt ihr den Untergrund schon entsprechend vorbereitet. Entweder es ist ein Untergrund, der sich für Lehmputz eignet, oder ihr habt ihn vorbereitet, zum Beispiel mit HP14 von Hässler, mit einem Haftkalkputz. Wenn ihr jetzt die Klimaregister bzw. die Rohre an der Wand habt, dann tut ihr einmal Lehmputz auftragen und dann abziehen, bündig mit den Rohren. Dann müsst ihr den Lehmputz sehr gut durchtrocknen lassen. Dazu könnt ihr die Wandheizung laufen lassen, wenn sie schon angeschlossen ist. Ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass der Lehm schon gut durchgetrocknet ist. Zur Trocknungszeit Lehmputz, wie lange braucht er zum Trocknen? Dazu haben wir schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier oben. So, wenn die erste Schicht komplett durchgetrocknet ist, dann kommt die zweite Schicht auch wieder Lehmunterputz drauf. In diese Schicht tragt ihr gleichzeitig ein Armierungsgewebe ein, das eben die Rissbildung vorbeugt. Das ist sehr wichtig. Lehm bindet ja rein physikalisch ab, das bedeutet, jegliches Wasser, das reingeht, geht auch wieder raus. Lehm ist hygroskopisch. Ihr solltet trotzdem immer eine Schicht komplett durchtrocknen lassen, bevor ihr die nächste Schicht aufgetragen habt. Also wenn ihr die erste Schicht Lehmputz aufgetragen habt und die zweite Lehmunterputzschicht aufgetragen habt mit dem Armierungsgewebe, danach kommt der Lehmfeinputz. Der ist einfach viel feiner und kann auch als Endfinish sogar benutzt werden, wenn man es richtig aufträgt. Alternativ kann man natürlich auf den Feinputz noch eine Lehmfarbe drauf machen, wenn man eben noch einen Farbton in seinen Raum reinbringen möchte, oder ein Lehmedelputz. Und warum eignet sich denn jetzt Lehmputz besonders für Wandheizung? So, das hat damit zu tun, Lehm speichert Wärme und gibt die optimal ab. Das bedeutet, dass einfach hier diese Rohre zum Beispiel, die sind entsprechend so konstruiert, dass einmal eine Spirale reingeht, der Vorlauf sozusagen, und der Rücklauf geht dann wieder raus, aus der Spirale raus. Und dadurch verteilt sich die Wärme optimal in dem Lehm und der Lehm gibt die optimale Wärme an den Raum ab. Dadurch habt ihr auch in dem Raum viel weniger Konvektion und dadurch ein gesünderes Raumklima. Okay, ich belasse es mal dabei, nicht zu viel Information. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch was gebracht, hat euch weitergeholfen. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, auch hier unten. Ihr helft damit uns weiter und ihr verpasst damit keines unserer Videos. In diesem Sinne, aber unabhängig davon, wünsche ich euch alles Gute. Man sieht sich. Ciao, ciao, euer Lukas.